Und schönes Ding, Reus! EA Sports. It's in the game. Moin Moin und Hallo! Moin Moin und Hallo! Ja, hallo und herzlich willkommen zum Spiel WM 2014 FIFA Fußball-Weltmeisterschaft zum großen Finale! Jawohl! Deutschland gegen Spanien! Achso, ich dachte gerade. So, Deutschland gegen Spanien im Halbfinale, ja, mit 4:1 Brasilien rausgekickt und jetzt, ja, eigentlich schon das Klassiko Deutschland gegen Spanien. Ja, wie soll man es anders sagen? Wie oft haben diese Mannschaften in den letzten Jahren gegeneinander gespielt? Nicht nur auf Nationalmannschaftsebene, sondern auch auf Vereinsebene. Real Madrid, Dortmund, Real Madrid, Bayern, Bayern, Barca in der letzten Champions-League-Saison und so weiter und so fort. Und auch die Nationalmannschaften immer mal wieder und immer gewinnt Spanien. Außer Bayern letztes Jahr, aber das ist eine andere Geschichte. So, dann wollen wir mal gucken, wer ich hier auswechseln muss. Auf jeden Fall der Schmelzer wieder raus. Dafür kommt hier, wo ist er? Wo ist er, der Hüvedes? Und der Hummels natürlich auch wieder rein. Muss in die Startelf für Boateng. Özil raus, dafür kommt dann hier wieder der Götze. Und ja, damit werde ich erstmal starten. War ja sozusagen meine Stammelf. Und so, mal gucken. Finale in Rio de Janeiro. Estadio do Maracana. Ja. So, und los geht's. Oh hier, schönen Abend. Ich freue mich schon aufs Finale. Ich habe aber tatsächlich, ja, am 13.07. ist es ja, glaube ich, soweit. Finale der Weltmeisterschaft. Und hier und heute schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Allerdings eine Konstellation, die es so nicht mehr geben kann, weil die Spanier ja schon in der Vorrunde ausgeschieden sind. Hier ist der geile Pokal. Ist das nicht geil? Finale Deutschland-Spanien. Ich lasse hier natürlich voll laufen, die ganzen Vorsequenzen, da ich das bei diesem Spiel noch nie gesehen habe. Dieses Spiel hier ist es. Ja, ob ich nur so begeistert davon bin, weiß ich noch nicht, weil ich es viel zu teuer finde. So, Nationalhymne. Blitzlicht, Gewitter. Das erinnert mich ja immer an die Formel 1, Fernando Alonso. Piquet haben wir da gerade gesehen. So, also ein extra Intro, glaube ich, gibt es hier nicht. Jetzt nochmal der Pokal hier zu sehen gewesen. Hier Iniesta. Gibt es heute den zweiten Stern? Die Startelf für Deutschland könnt ihr nicht nur aus dem kleinen Intro, sondern auch aus den letzten Spielen von mir. Mit einem 4-2-3-1. Ja, jetzt kommen die Spanier. Ich bin ganz gespannt. Und Casillas, Sergio Ramos, Piqué, Iniesta, Xavi, Fabregas, David Silva, Negredo, David Villa. Kennt man alle. Xavi Alonso auf der Bank. Das wundert mich. Ja, alles bekannte Namen. Warte, einer fehlt. Fehlt denn einer? Ach nee. Nee, alles gut. Okay, los geht's. Jetzt wird's hier kritisch. Was ist das überhaupt für eine komische grüne Rasenfarbe jetzt hier? Naja, soll mich jetzt nicht vom Spielen ablenken. Müller. Letzten Spiel nicht in Topform. Müller gegen Monreal setzt sich hier erstmal durch. So, die Deutschen tasten sich voran. Hövedes mit der Flanke mehr oder weniger aus dem Halbfeld, aber das wird ja in der Regel nie was. Hummels, Müller. Götze, nein.
Ja, ich bin ja so ein bisschen aufgeregt, muss ich ja zugeben. Und, oh, schön, nein, der Pass war nicht so optimal für Götze. Immer noch Götze, langes, nein, fuck, ja, und nein! Torlinientechnik! Nachschuss Klose, nein, das war's, ich möchte die Wiederholung sehen, der war doch schon drin, der war doch schon drin. Eieiei. Kommt hier nicht aus dem Quark. Der ist beim Antritt ab und zu ein bisschen lahm. Nicht Philipp lahm, sondern lahm. So, das. Oh, schade. Was? Das ging aber schnell jetzt. War das ein Fake oder habe ich da jemanden übersehen? Und, oh, der Götz! Nein! Der Götz! Mann, hier zwei Großchancen. Kann das denn angehen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oder was soll ich sagen? Schön, Götze. Macht ein gutes Spiel. Gefällt mir sehr gut. Toni Kroos. Ah. Ich suche hier die Lücke und finde nichts. Plan war nicht allein zu gehen. Ich habe. Oh, oh, was für ein Pass hier auf David Villa. Philipp. Oh, Philipp Lahm. Eiskalt wie ein. Der hat Eis am Bein, hat er. So kalt ist das. So abgeklärt. Toni Kroos wartet auf Müller. Schön. Müller macht mit. Was macht der Müller? Bringt er die Flanke? Ja, auf. Wer war das? Ah, oh, groß, nein, nicht große Chance, wollte ich sagen. Und. So, Marco Reus hat ein bisschen Platz. Oh, schön auf Götze. Schöner Laufweg, schöner Pass. Und vielleicht die schlechteste Entscheidung. Reus Nachschuss. Mann, wieso flanke ich den? Wieso flanke ich den, Herr Je? Und Iniesta hier gegen Hummels. Ja, aber die Abwehr steht. Ah, schade. Götze, der macht ja ein Riesenspiel hier. Jetzt auf Müller. Der hat jetzt Platz, der Müller. Was macht er? Guckt, nimmt den Kopf hoch. Nein, nimmt er nicht. Also wollte ich. Jetzt werde ich hier ein bisschen fahrig mit meinen Chancen. Oh, hier, Fabregas ist nicht zu stoppen. Geht ja zu Schelz, ja doch, geht zu Schelz wieder Fabregas, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mensch, da muss doch mal einer angreifen. Das kann nicht wahr sein. Xavi. Ja, ich bin echt bedrüppelt. Nach den Großchancen, die ich hatte, das ist ja hier. Ja, wenn es vorne nicht knallt, dann knallt es hinten. Ja, und Schweini setzt sich ja auch nicht durch im Alleingang. Dafür sind die Spanier einfach zu stark. Es ist hier nicht Köln, ne? Philipp Lahm. Die Chancen waren echt da. Das Spiel ist ja noch nicht vorbei. Es ist ja noch nicht mal Halbzeit. Da kann ich vielleicht sogar zur Halbzeit nochmal ausgleichen hier. So, Mario Götze hat ja schon. Und wieder Götze. Götze. Immer noch Götze. Was mache ich denn da? Schon wieder so ein Käse. Oh.
Jetzt lege ich dem Spanier da den Ball vor. Ah. Oh, da kommt nicht der Torwart. Da kann ich noch. Ja, genau das meinte ich jetzt. Ah, also ich bin aber auch mit meinen Chancen heute. Was machen vor allem die Spanier denn hier? Tor! Ja, Miroslav Klose. Was machen die Spanier denn da? Kann mir das mal jemand erklären? Was war denn da los? Wiederholung. Der chancenlos Casillas 1-1. Ich sag's ja zur Halbzeit hier. Puh. Schweinsteiger nochmal. Schön auf. Oh, schade, wenn er den nicht annimmt, der Müller. Kann er den schön erlaufen. Negredo gegen Philipp Lahm. Reus. Ah, Halbzeit. Naja, immerhin. Ein 1:1 geschafft. Also nach den Vielzahl an Chancen, vielleicht kommen da jetzt nochmal 2-3. 23. Ja, was war das? Das war doch schon die letzte. Dann hier schon das 1-0. Also die Chancen, die vorher da waren, gar nicht mehr zu sehen. Auch das eine Ding, das war bestimmt ein Tor. So, Toni Kroos. Bestimmt, nee, war kein Abseits. Da Bundesjunge. Wie wird es? Toni Kroos. Boah, herrlich auf Reus. Versucht's mit Zucker, aber das passt nicht. Zu kurz. Schade. Klose. Was kann der Klose? Raus auf Götze. Mit einer Flanke auf Lahm. Ach, kommt da nicht vorbei an Fabregas. Wäre ja auch zu schön gewesen. Hier schöner Einsatz von Schweinsteiger. So, im Moment spielt nur Deutschland. Zumindest bis gerade eben. Da war noch nicht viel Spanien und Negredo. Genau, nee, Quatsch hier. Oh, 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 Leute! Neuer! Ah, Mann! Es ist gerade sehr. Freistoß für Deutschland. Oh. Wird nochmal gewechselt. Soldado. Reus. Schön Reus auf Götze. Und kriegt er die Flanke hin. Nein, gibt aber Eckball. Den hätte der Torwart eigentlich noch kriegen können. Oh, Wechsel Alonso für Xavi. Eckball Reus. Wo ist der Klose? Wo ist der Klose? Da war er, aber nicht gut genug. So, im Moment sieht es hier ganz klar danach aus, als könnte es Verlängerung geben. Ist ja logisch, steht 1-1. Gegen Brasilien war es einfacher. Oh. Abseits. Aber sowas von knapp. Und wie leicht er den reingemacht hat. So, Reus schätzt sich hier schön durch. Auf Hövedes. Hövedes macht man mit nach vorne. Aber auch hier kriegt er die Flanke wieder nicht hin. Also da machen die Spanier schon recht schnell zu.
Pretor rein, Villa raus. Da wird schon fleißig gewechselt. Kurzes Ding und keiner. So, aber Klose leuchtet das Symbol zum Auswechseln. Deswegen werde ich jetzt auch mal zwei Leute hier wechseln. Natürlich einmal der Podolski kommt. Ja, ungewöhnlich, aber es wäre lieber als Gomez. So, und Gündogan kommt hier für Götze. Und das war's erstmal. Zwei Offensivkräfte. Beide zentral. Und Hummels. Ah, schön. Einwurf Deutschland und ich kann wechseln. Na, das glaube ich noch nicht mit der Brille 2014. So, Gündogan, Podolski für Götze und Klose. Ja, der Götze rumpelt raus. Eigentlich war doch der Klose verletzt. So, da wollen wir hier den neuen Podolski gleich mal anspielen. Gucken, was er drauf hat. Das war noch nicht so Bombe. Ja, Podolski habe ich das erste Mal eingewechselt. Groß, Reus, Gündogan. Schön auf Reus. Vielleicht kann er jetzt nochmal richtig schön flanken. Aber auch hier kommen die Spanier wieder. Und Nachschuss, Müller. Oh. Wie schnell die Spanier da wieder dicht machen. Und dann hier von Müller. Den habe ich schon drin gesehen für einen Moment. Gibt Abstoß. Schön von Toni Kroos hier nochmal, aber wird dann abge... Oh, schön. Podolski. Jetzt braucht er einen, der mitspielt. Ah. Die sind da alle nicht mehr so unbedingt frisch. Ich habe so ein 2-1-Gefühl gerade, aber steht ja nur 1-1. Oh, Philipp Lahm verliert hier gegen Pedro. Oh nein, Eckball. Eckball ist gar nicht gut. Ja, 80. Spielminute. Raus mit dem Ding! Raus! Einer dazwischen, einer muss sich reinwerfen. Nein. Boah, was für eine Möglichkeit. Also nach guten Möglichkeiten steht es, glaube ich, unentschieden. Nach Toren ja sowieso. Also, vielleicht jetzt mittlerweile ein Spiel auf Augenhöhe. So, Reus wird am liebsten auf die Außenbahn, da wird aber gut zugestellt. Toni Kroos nimmt hier nochmal Höwedes mit. Hat jetzt vielleicht Zeit, um zu flanken. Zu kurz. Ja, zu kurz. Und man muss jetzt... Da kommt der Gündogan. Der ist noch frisch. Gündogan! Und Nachschuss! Komm, komm, komm! Nein, was mache ich? Nein! Lukas! Die Möglichkeit hier, vielleicht alles klar zu machen. So, Lukas Podolski. Toni Kroos. Gündogan. Der ist noch frisch. Der muss hier noch was machen. Ah, aber das war nicht gut genug. Die Spanier haben sich gerade zurückgezogen. Lassen mich hier spielen. Müller, Müller. Und Reus. Nein. War der vielleicht abgefälscht? Nein, leider nicht. Ja, so wie es aussieht, gibt es hier Verlängerung. Ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt oder nicht. Naja, vielleicht kommen die Spanier ja nochmal zu einem gefährlichen Angriff hier. Oder ich. Gündogan, der ist noch frisch. Der muss hier noch, aber es macht gerade keiner mit. Also wenn der Müller jetzt startet, das tut er. Aber der Pass war scheiße. So, 5 ab, 3 Minuten.
Das heißt, da ist noch Platz für eine Möglichkeit, für ein Tor in der 90. So Marco Reus. Aber es laufen nicht mehr viel mit. Podolski sollte eigentlich zentraler spielen. Und schönes Ding, Reus! Ja! Marco Reus! 90. Minute. Auch hier der Jubel wieder verhalten. Vielleicht ist er ja halb Brasilianer und halb Spanier. Hier die Wiederholung. Thomas Müller, glaube ich, auf Reus. Eben macht das nicht. Und jetzt Tatsache. Perfektes Abspiel. Nicht angenommen. Direkt abgeschlossen. Der Todesstoß in der 90. Minute. Ja, jetzt irgendwie das Spiel nochmal künstlich unterbrechen. So, einer liegt. Ja! Aus, Ende, vorbei. Deutschland ist Weltmeister. Jogi Löw jubelt. Die Spieler jubeln. Geil. Genießen wir die Bilder. Mal gucken, was die sich hier diesmal haben einfallen lassen. Ja, die Spanier natürlich am Boden. Sie waren dran. Sie hatten zuletzt auch noch eine Riesenchance beim Stand vom 1-1. Lagen 1-0 in Führung. Hier liegen sich Hummels und Bundesjogi. So, hier sprühen die Funken aus dem Stadiondach. Jetzt bin ich ja gespannt, ob gleich der Pokal gehoben wird, so wie man sich das vorstellt. Ah, hier Podolski wird nochmal, wie heißt der Typ? Keine Ahnung, fällt mir der Name gar nicht ein. Da sind sie alle. Medaillen haben sie noch nicht um, die gibt es auch normalerweise zuerst. Außer Handshakes hier nur. Kommt der Kapitän Philipp Lahm. Und Philipp Lahm streckt ihn hoch, den Pokal. Jetzt fehlt nur noch... Ja, da ist er, der Kuss. Der Kuss, der zärtliche Kuss ist an den Pokal. Wer den schon alles geküsst hat. Ja, das war's an Animation und so. Ich finde, da hätte man sich mehr Mühe geben können. War ganz nett gemacht, aber im Grunde finde ich es zu wenig. Marco Reus, bester Spieler. Ah, Schüsse 12-4 und das war's. Dritter wird Brasilien, gewinnt 1-0 gegen Russland. Sehr schön. Glückwunsch, du hast die FIFA-Weltmeisterschaft 2014 gewonnen. Was möchtest du tun? Ich habe nur die Möglichkeit weiter, deswegen ist die Frage eigentlich überflüssig. Weiter zu Awards. Mal gucken, was das jetzt ist. Aha. Sieger Miroslav Klose, bester Torjäger. Bester Spieler Marco Reus und bester Torwart Buffon Italien. Ja. Alles gut. Ich hoffe, dieses Spiel hat euch gefallen. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Allerdings vielleicht ein kleines Fazit abschließend zu diesem Spiel. FIFA WM Fußball, FIFA, Fußball, FIFA, ja, die 70 Euro sind zu viel. Also wenn ich mich jetzt nochmal entscheiden könnte, hole ich mir dieses Spiel, hole ich es mir nicht, ich würde es mir nicht nochmal holen. Vielleicht als Update für FIFA 14 für, keine Ahnung, 20 Euro, 30 Euro hätte ich auch noch ausgegeben. Aber in 2 Jahren werde ich mir bestimmt nicht nochmal so ein Spiel für 70 Euro holen. Lieber dann FIFA 16 zocken und da die Weltmeisterschaft gewinnen. Naja, gut. Trotzdem hat es mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und dann geht es jetzt bald weiter mit FIFA 14, Trainerkarriere oder GTA 5. Und ihr dürft mir natürlich weiterhin gerne in die Kommentare schreiben, welches Spiel ich denn mal spielen soll. Heißt nicht, dass ich es tun werde, aber eure Ideen und Vorschläge wären mal ganz nett. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.